Moin aus Hamburg, ich bin Carsten und das hier, das ist die Gilde der fahrenden Händler. Worum es geht, erkläre ich euch kurz knackig und danach sehen wir uns ganz kurz wieder. Ahoi! Willkommen zu die Gilde der fahrenden Händler. In die Gilde der fahrenden Händler beauftragt dich die Königin, neue Handelswege zu erkunden. Von deinem Heimathafen aus brichst du auf, eine der verschiedenen Landkarten zu bereisen. 5 Wegekarten, zuerst verdeckt, zeigen dir nach und nach, welchen Landschaftstyp du bereisen und du deine Erkundungswürfel platzieren darfst. Vollständig erschlossene Gebiete erlauben es dir, Handelsposten zu errichten. Von hier aus kannst du dann in der nächsten Runde starten, denn am Ende jeder Runde werden deine Erkundungswürfel wieder von der Landkarte genommen und du musst neu beginnen. Sammle zusätzliche Punkte mit öffentlichen Aufträgen. Sei hier der Erste, der sie erfüllt. Aber sei nicht traurig, auch der zweite, dritte und vierte Spieler erhält Punkte für seine erfolgreichen Erkundungsfahrten. Steuere dein Schiff geschickt und immer mit einem wachsamen Auge auf die noch kommenden Wegekarten, um am Ende Sieger oder Siegerin zu werden in die Gilde der fahrenden Händler. Meine Lieben, so, das Fazit. Ich kann leider gar kein objektives Fazit zu der Gilde, so wie Max und ich dieses Spiel nennen, geben, denn wir haben zu diesem Spiel eine ganz persönliche Geschichte und die erzähle ich euch einfach mal. Und dann ist das mein Fazit für euch und ja, du machst schon wieder die Augen zu. Ne? Ja, mach die Augen zu, dann hast du jetzt mal einen Podcast. Und ich sabbel jetzt einfach mal und Max schneidet dann einfach so ein bisschen rum, rucke gleich beim Erzählen. Dann hat Max da wieder was rausgeschnitten, weil ich hier ein bisschen gesabbelt habe. Also, ich erzähle mal die Geschichte von der Gilde, Max und mir. Das ist eigentlich auch ein schöner Titel, ne? So, also, wir schreiben das Jahr 2022. Zwei Jungs, also Max und ich, wir starten in das Hobby Brettspiel. Und wir haben so gar keine Ahnung. Wir kommen vom Deich aus Norddeutschland. Ja, wir hatten das Übliche. Wir hatten Cluedo, Monopoly, Mancomania und Spitzpass auf. Und wie sie alle hießen, diese Klassiker, die wir ja alle irgendwie kennen. Ne? So, aber wir sind auf Umwege zum Brettspielen gekommen und sind auf die BerlinCon 2022 gefahren, um uns über Brettspiele zu informieren und da kam uns die Gilde vor die Nase, also das Cover und uns hat das so richtig gut gefallen, dieses Cover. Wir haben uns das hinten durchgelesen und dachten, Mensch, das sieht irgendwie interessant aus, lass mal mitnehmen. Und wir haben es wirklich blind mitgenommen und konnte ja keine Ahnung, dass 2024 da so ein Pröbel drauf, Pröbel heißt es, Pröbel, so ein Dingens drauf gemacht wird mit nominiert zum Kennerspiel des Jahres 2024. Wenn ihr das guckt, also wir sind 3 Wochen vor der Vergabe des Preises. Vielleicht hat es das Spiel schon gewonnen und wenn nicht, ja, für uns hätte es diesen Titel verdient. Denn wir haben in diesen 2 Jahren so viele Spiele gekauft, die wir vielleicht so 2-3 Mal gespielt haben und die stehen bei uns jetzt hier im Regal und ja, die Gilde nicht. Die ist wirklich regelmäßig und so oft auf den Tisch gekommen, weil wir uns bei diesem Spiel nie gelangweilt haben. Es war nie eine Grützpartie dabei, denn ihr habt es gerade im Film gesehen, es ist so abwechslungsreich mit den ganzen verschiedenen Landkarten, mit den verschiedenen Aufträgen, die man erfüllen kann. Und dann kommt es ja immer darauf an, diese Gebietskarten, die man umdeckt, wann kommen die? Und man hat immer den Blick, schaffe ich das jetzt noch, meine Würfel, meine Wegewürfel zu setzen? Kommt da jetzt noch Wasser? Lohnt sich das noch, auf diese Insel zu gehen? Kann ich da noch einen Handelsposten, also ein Dorf setzen, um dann weiterzumachen? Oder das macht einfach viel Spaß. Und was für uns als Neulinge einfach toll war,
diese Regeln, die waren so super einfach beschrieben und erklärt, dass wir sofort in dieses Spiel reingekommen sind. Und für alle Einsteiger sagen wir jetzt ganz ehrlich, das ist ein anspruchsvolles Einstiegsspiel und für viele Spieler, die wir jetzt geworden sind in diesen 2 Jahren, das ist nicht so ein Brainer, das ist so ein entspanntes Feierabendspiel, was nicht so ganz belanglos ist, sondern man spielt da so eine Dreiviertelstunde, aber man vergisst so einen Grütz-Alltag einfach mal, so einen Grütz-Arbeitstag und spielt da als Händler die Suche nach so einer Handelsroute für die Königin. Uns hat das seit 2 Jahren richtig viel Spaß gemacht, diese Würfel auf die Landkarte zu tun und die Aufträge zu erfüllen. Und ich hoffe, dieses kleine Fazit, diese kleine Geschichte war für euch ein Fazit, was euch irgendwie einen kleinen Eindruck gemacht hat, wie die Gilde uns in dieses Brettspiel-Hobby geführt hat. Und dafür müssen wir der Gilde wirklich Danke sagen für ein ganz leichtes Hereinkommen in das allerschönste Hobby der Welt, dem Brettspiel. Ich hoffe, ich habe euch neugierig gemacht auf die Gilde. Wenn ja, dann probiert es einfach mal aus. Und wenn ihr noch mehr von diesem kurz, knackig, worum es geht, Folgen sehen möchtet, abonniert doch einfach meinen Kanal und wir sehen uns vielleicht bald wieder. Ich würde mich freuen. Max, kannst du wieder aufwachen? Augen auf. Ahoi aus Hamburg, sagen Max und Carsten. Ahoi. Ja, hallo. Jetzt kann ja Kaulitz Hills hören, ne? So.